Hi Leute, hier ist LineGamer1, ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Alarm Cobra 11 Splitscreen. Ich spiele wieder mal mit eurem Bekannten. Ach, wie immer mein Name, hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass ihr euch wieder zuhört, heute Abend hier. Ja. Es geht hier jetzt gleich los, wir spielen Splitscreen, vielleicht über LineGamer1 zusammen mit mir. Ich hoffe, ich rede schnell genug und ihr versteht mich noch. Ja, letztes Mal war das eine Headset, wo der Horst mit gesprochen hallo. Hat. Relativ leise, ich spreche da jetzt nämlich deswegen mit, ich habe jetzt mal das Headset auf. Weil ich an der Tastatur sitze und er fährt jetzt mal mit dem Joystick. Mal gucken, wie er sich da mitschlägt. Ich gebe nur eine kurze Einweisung und dann geht's gleich los. So, okay. Bist du jetzt alles verstanden? Ja, Feuer ist nach vorne. Feuer, ja, Feuer ist die Tastatur. Okay, machen wir nur eine Runde, wenn wir das lange stehen. Lass uns mal jetzt bei der Rennstrecke was machen. Das Oval. Das Oval. Das ist auch wie ein Ei. Kurz und steil, kurz und steil, kurz und steil. Oh. Kurz und knapp. Oh. Hügel, ich hatte nicht. Innenfeld und lang. Machen wir mal eher so. Okay. Ach, das waren die letzten Autos vom letzten Mal. Ich nehme jetzt mal einen Sportwagen, wir sind ja auf der Rennstrecke, da fährt mal zwei Autos. Wow, der Rennwagen, sehen wir die Pizza. Wieso geht das jetzt hier? Muss ich mit denen da. Ah, okay. So. Sportwagen, den nehme ich. Ich nehme einen ganz normalen Sportwagen, dann nehme ich den Internet. Nein, dafür. Dann nehme ich mal den. International Stahl. Okay, los geht's. Nein, der geht los. Ich kriege schon wieder Kreislauf, dass die immer so Kreise haben müssen zum Laden. Du musst nicht auf diesen Kreis gucken. Ja, aber es ist ein Kreislauf und ich kriege Kreislauf von Kreislauf. Du kriegst Kreislauf von Kreislauf. Okay, let's go. Es geht los. Wo ist Nitro? Diese Taste da links an der Seite. Ah ja. Ziehst du gleich davon? So, dann muss ich gleich mal... Danke, ich hab gleich mal dieses... Auf dem Sand fahren ist nicht so toll, weil wird man ganz schön langsam, sag ich dir schon mal. Das haben wir eigentlich noch nie gehabt, also bei den Let's Plays war das bestimmt noch nie so, dass wir so Waffen auf der Rennstrecke verwenden konnten. Und ich fahre natürlich sofort vorbei. Du musst da gucken, ne, dass du richtig fährst. Mal ab und zu auf die Map gucken und so. Und wie ist es so mit dem Joystick zu fahren? Ich sehe nicht. Wie du siehst nicht. Ich habe ein Problem, ich sehe halt eben nicht. Ich habe mal so ein paar Nagelbänder auf der Strecke verteilt für dich, ne? Das ist nett. Geld wäre nett von mir. Ja. So. Wo bin ich denn? Ich bin schon bei der Hälfte der Strecke. Na und? Klappt es uns mit den Waffen, die du mir den Vorstellen nicht einsetzen, ist viel zu weit weg von mir. Du hast ja gerade für einen schönen Sprung gemacht, gell, ne? Ja. So. Na, was denn los? Muss man auf der Strecke bleiben, ne? Aber findest du nicht auch, dass man hier, dass die mal so besser anzeigen sollten, wo man da an den Kurven langfahren soll? Ja. Also ich meine jetzt, bei manchen Abbiegungen, da wird es nicht angezeigt und dann weiß man nicht, wo man da lang soll und dann fährt man falsch, gell? Ich sehe überhaupt nicht. Ich weiß sowieso nicht. Ich habe meine Brille vergessen, ich habe Bescheid, weil nur ich sehe hier generell nicht auf diesen Röhrenbildschirm. Das ist kein Röhrenbildschirm, das haben wir schon letztes Mal geklärt. Okay, ich bin schon im Ziel. Das war's. Ging relativ schnell. Ich war ein Angeber. Freunde, glaubt mir das. Der hat einen Röhrenbildschirm. Er hat keinen. Vielleicht Screen? Natürlich habe ich einen Röhrenbildschirm. Nein. Ja, siehst du. Nein, ich habe keinen Röhrenbildschirm. Ich habe keinen Röhrenbildschirm. Was will man denn? Ich will noch nicht... Ich habe den Computer erst vor 2 Jahren neu gekauft. Und da kaufe ich mir... Und dann habe ich auch einen Bildschirm neu gekauft. Von Windows. Und da habe ich mir gleich einen Röhrenbildschirm... Guck, er hat einen Röhrenbildschirm. Da habe ich mir gleich natürlich nicht so oft. Da habe ich einen neuen Bildschirm gekauft und kann doch im Internet keinen Röhrenbildschirm mehr bestellen, außer auf eBay, aber auf eBay habe ich ihn mir nicht gekauft. Naja, das ist hauptsächlich dann. So, was machen wir? Machen wir nochmal. Autobahn, was nehmen wir? Die Werft. Die Werft. So, Landstraßen mit Sprung, nicht hatten wir schon. Am Strand. Oh. Die ist aber auch wieder. Die Autobahn. Die ist schön, ja. Okay, dann. Wo bin ich? Bin links. Der. Den hast du eben schon gefahren. Ich nehme mal Benz. Welchen nehmen wir? Ich nehme jetzt mal Supersportwagen. Ich nehme den hier, ne? Ja. Ja. Oh ja, Freunde, jetzt geht's jetzt ab hier. So, Ser Bugandetti. Da steht irgendeine Nachricht mit Herr Fun. So. Ja, oh, was eine Karre, Leute. Was eine Karre, die nehmen wir. Oh, gegen Rennwagen wird's ein bisschen kompliziert, aber... Ja. Okay. Let's get ready to race. Hört ihr schon den geilen Motorsound? Ja, okay. Guck mal, wie ich hier abgehe, ne?
Ja, ja, du kannst dein Nitro benutzen, wie du willst. Hier, ich blick jetzt erstmal einen Nagel bei der Strecke, du. Hier. Scheiße, ist ja doch noch vorbei. Boah, ist hier viel Verkehr. Wir hätten eigentlich mal den Verkehr ausstellen können. Hätten wir mal hier einfach schön abgehen können. Guck mal hier mit 300 zwischen den Autos durch. Wow, 360. Yeah. Geile Karre, Mann. Und du fetzt gleich. Wir müssen mal gucken auf die Straße, gell? Ich, aber hier, guck. Jetzt immer verliere ich. Dann fahre ich halt mal ein bisschen langsamer. Mit dem Joystick habe ich doch gesagt, das ist nicht so einfach zu fahren. Das ist nicht wohl einfach. Ich warte. Also beziehungsweise das Wagen gerade ausrollen. Also mein Auto sieht irgendwie so ein bisschen aus wie der Bugatti. Ein bisschen will ich sein, oder? Ja. Danke! Ich sehe nicht. Kommst du in meine Nähe? Ich werfe lieber mal den Nagel dran. Fährt drüber! Und der hüpft nicht weg. Ich fahre mit 200, lass den Wagen mal ausrollen. Ein bisschen gerecht wird, ne? Ich hätte mir hier auch zwei Runden nehmen können, aber hey. Kannst ja deine Waffen verwenden, gell? Ich, was soll ich denn für Waffen anwenden? Du bist ja am Arsch der Welt. Ich habe ausgewählt und du bist weg. Ja. Ich hasse diese Dinger da. Du hast die Waffen. Weil das überhaupt nicht bringt. Natürlich. Nein, ja, wenn du hinten bist, bringt das nicht. Bei so einem großen Aufschrei. Ja, tschüss. So warte ich eigentlich immer und dann verliere ich immer was. Na gut, das geht vielleicht doch nicht. Und da bist du also gegen jemanden. Und gleich den Schub durch den Enterhaken ist ganz schön langsam geworden. Oh, Scheiße. Mein Auto mal reparieren lassen. So, repaired. Wieder eine heile Kiste haben wir hier. Oh, was ist denn da für ein Chaos auf der Bahn? Die MP mal auswählen hier, ne? Wir wollen ja hier unseren Gegner mal schön mit dem elektronischen Störsender hier stören und so, dann bist du mal gestört. So, Blitze. Ich spiel nicht mehr mit dir. Wieso denn? Mal verliere ich. Du hättest doch eben Nagelbänder, das hast du auch alles. Ja, ich kann aber nicht auch. Ach so. Ich kann überhaupt nicht dir. Ja. So. Ja, du hast halt noch nicht so oft gespielt, dann geht das nicht. Stimmt ja schon. Ja, ich leg da ein. Aber trotzdem, ich will immer nicht gar. In das Syndikat war so eigentlich wir. Du gibst Gas. Die gucken doch nur zu. Die können doch überhaupt nicht mitspielen. Immer dieses dämliche Gebrabbel. Ja gut. Nee, auch ein der so eine Scheiße. Was das denn jetzt hier? Warum bin ich jetzt wieder ganz? Weil ich ADAC gemacht habe. Deine ADAC kannst du dir doch. Ja, es gibt ja wieder Cheats, die man hier verwenden kann. Die benutze ich jetzt mal auch. ADAC. Ach du Scheiße! Und das war das Ballett auf der Autobahn von Horst Schlemmer. Featuring Luftballon Ding. Bitte was? Das war das Featuring. Wer auch immer, ich glaube, das ist der Ben, gell? Ja, schon wieder, jawohl, immer ich. Mann, ich brenn. Wo brennst du denn? Ja, rechts, qualmt. Warum geht eigentlich mein Nitro nicht? Natürlich geht es, du hast doch gar keins mehr. Wo steht das? Na da. Jetzt hast du ein bisschen Nitro, aber das bringt auch nicht. Du bist ja gleich im Ziel. Na, wolltest du noch anhalten, hat nicht funktioniert. Und ja. Jetzt war's das. Oh, jetzt nehmen wir mal. Ich nehme jetzt mal ein langsames Auto, Lukas, mal schneller. Das ist scheiße! Was ist denn los? Ich möchte halt nicht mehr spielen. Nein, wir nehmen es. Doch. Aber weißt du, was ich schon wieder für eine Rennstrecke erzählt habe? Ja, doch, den nehme ich jetzt hier. Ich nehme... Was guckst du so komisch? Ich nehme jetzt den Bullet. Ja. Meine Bullette. Wenn ich jetzt die gleiche Rennstrecke schon wieder gewählt hast. Nein. Natürlich! Ist egal. Nein, wir machen das jetzt nicht nochmal. Wir machen eine andere Rennstrecke. Wir machen ein bisschen andere Rennstrecke. Ich will auch mal gewinnen. Immer verlieren. Ja, wir nehmen jetzt nochmal Autobahn und nehmen Rennen am See. Die Bulette. Ja, die Bulette. Ja. So, du bist unten, ich bin oben. Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo? Ja, dann beschweren, wenn du verlierst, wenn du eh hinten gleich irgendwie so Mist wieder drauf. Hast du meine Röhren gehört, als ich an dir vorbeigerannt bin? Ich bin natürlich gleich hier in den Krankenwagen rein, die sind hier ganz schön Opfer, ne? Krankenwagen.
Hallo? Ich verliere sogar jetzt. Leute, ich bin nicht zu doof für das Spiel hier. Es gibt keine weiteren Teile. Ich möchte da nicht mehr. Na gut, dann machen wir keine weiteren Teile. Dann ist das hier schon der letzte Teil, gell? Von dem Splitscreen. Also natürlich kann ich nur mit anderen spielen, aber mit Horst halt ist dann halt der letzte Teil, weil der Horst nicht mehr möchte. Der Brezel wollte doch. Oder vielleicht muss er mal so ein bisschen, ja, sich einüben, gell? Und dann will er vielleicht nicht. Ach, du meinst, der Brezel könnte mal mit mir spielen? Vielleicht guckt er das ja sogar. Weiß, ob der das guckt, oder? Keiner guckt deine Videos. Natürlich. Der hat die Pflicht. Siehst du doch, wie ich hier fahre. Das guckt sich doch keiner freiwillig an. Ja, vielleicht schon. Unter Todesqualen guckt sich doch vielleicht jemand an. Wenn er gezwungen wird dazu und dann noch irgendwas, damit er noch macht. Ja, ja. Und dann freigelassen wird oder so. Jawohl, guck ja. Dir dieses grauenvolle Video an, dann wirst du von dieser befreit, da darfst du gehen und so. Ich warte mal. Ein Schaumtier. Ich kann gar nicht. Ich weiß, wie ich mache. Ich glaube, ich würde mich also antragen sein, wenn ich so fahren würde. Meine Tür ist offen. Ich möchte da die Tür nicht. Ja, die Schloss ist anscheinend kaputt. Hört, da stehe ich hier. Du hast den Ölwerfer benutzt. Das ist derart unverschämt. Finde ich nicht. Ich will jetzt mal das Schild, weil dann kommen auch schön die anderen Leute ran. Das habe ich noch nie aus. Oh nein, jetzt hast du es auch benutzt. Warum kannst du mich jetzt trotzdem crashen? Na, hab ich ja, aber das ist ja nicht zerstört worden. Die Laterne lag etwas im Weg. Ja. Boah, das hat voll auf mich gespürt. Was bist du denn, ey? Da vorne. Nee. Ah, ja, ja, der Nagelbänder gelegt, der Horst. Ja, 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 das dachte er sich wohl. Nee, wir haben nichts auf der Wiese zu suchen. Die Rennstrecke geht hier weiter. Ich bin doch ein Natur. Ja, ich spiele. Ach, dieser Scheißspiel! Das Spiel ist gut! Kriegt er nicht über das Spiel aus, jetzt, nur weil er das gerade nicht hinkriegt. Ja, der Tasche ist davon. Blöd, Mann. Ey, Mann, wir sind kurz vorm Ziel. Nur damit ich aber das jetzt damit du auch einmal gewinnen darfst. Nur weil ich gewonnen habe, jetzt ist ja. Ich hätte nicht warten müssen, dann hättest du, ja. Trotzdem gewonnen. Ja, richtig. Zeig doch mir ihren Mittelfinger, jetzt spiele ich nicht mehr mit dem. Nee. Okay, Leute, das war's dann anscheinend vom letzten Teil. Horst sagt auch nochmal tschüss. Die Leute werden dich anscheinend nicht mehr hören, das war's dann. Ich danke fürs Zuschauen, sagt tschüss und bis zu einem meiner nächsten Videos. Euer Leingemein. Haut rein, Leute. Freunde, der Trottel denkt ihm ernst, ich würde nicht mit ihm spielen, aber natürlich, ich nehme jede Challenge an. Nächstes Mal mache ich den schon platt. Ja, muss ich anscheinend erst holen. Okay, das heißt... Also bin ich ja auch krank, da kann ich ja auch noch... Okay, das heißt, der Horst hat gesagt, er wird doch nochmal einen nächsten Teil machen, das heißt, es gibt nochmal einen nächsten Teil geben. Das hört er überhaupt nicht. Wie, das hört er überhaupt nicht? Ach, tschüss. Tschüss, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Haut rein, Leute. Nicht reinhauen, da geht es wieder kaputt. Dein Röhrenbildschirm. Nein, das ist ein Flachbild. Der Röhrenbildschirm. Flachbild. Röhren. Flachbild. Von eBay. Nein, das ist gar nicht, der ist von Alternate. Der Alternate. Sag ich doch Alternate. Da gibt's nur alte Gisch. Nein, das ist von Alternate. Das ist ein... Ist man nicht, mag ich keine Werbung von wem der ist. Also tschüss.